Schlaganfall. Warnsignale im Gehirn. Nachbehandlung. Kur hilft nach Krebs. Guten Abend bei Modern Times Gesundheit. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hilft sie oder hilft sie nicht, die Homöopathie? Diese Debatte gibt es auch in der Kindermedizin. Bei Mandelentzündungen etwa entscheiden sich aber immer mehr Ärzte und Eltern dafür, statt Antibiotika doch auf Homöopathie zurückzugreifen oder homöopathische Produkte zumindest zusätzlich zu verwenden. Nachfolgende Infektionen können so gemildert werden. Und oft bleibt einem auch die Mandeloperation erspart, berichtet Martina Schmidt. Eltern wollen ihren Kindern die Mandeloperation ersparen. Sind die Mandeln so stark zerklüftet, dass sie ihre Abwehrfunktion nicht mehr erfüllen können, müssen sie entfernt werden. Wie bei diesem 9-jährigen Mädchen. Der lange Weg zu dieser Operation war gepflastert mit häufigen, immer zäher werdenden Infekten und eitrigen Mandelentzündungen. Nach einem mühsamen Winter mit mehreren Antibiotikatherapien haben sich alle nach sorgfältiger Überlegung entschlossen, die Mandeln müssen weg. Das ist die Mandel auf der Seite, das ist die andere und die Polypen sind hinten oben. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie ein Antibiotikum schlucken, verteilt sich das Antibiotikum in Ihrem ganzen Körper. Nur ein Brösel von dieser Menge kommt in die Mandeln hinein. Die kleine Menge des Antibiotikums tötet die Bakterien nicht ganz ab und die Bakterien werden immer resistenter. Und ja, was macht man dann? Die Antibiotika werden nicht mehr vertragen, es kommt immer wieder zu Entzündungen und Kinder haben halt einmal eine vermehrte Keimbelastung. Im Kindergarten, in der Schule aber auch, sie werden angehustet, sie haben keine Hygiene, sie waschen sich nicht die Hände, ja, einer hustet dem anderen ins Gesicht und das ist dann der Grund, wieso diese Entzündungen oft chronisch werden. Oft führt kein Weg an der Behandlung mit Antibiotika vorbei und manchmal muss auch operiert werden. Nämlich dann, wenn ein Abszess auf den Mandeln sitzt oder ein Tumor entdeckt wird. Meist sind es aber stark geschädigte, große Mandeln, die ständige Eiterherde sind. Bevor man operiert, sollte man alle Wege ausschöpfen, weil man hat ein Operationsrisiko, ein Narkoserisiko und man muss immer abwägen, was kann ich für den Patienten verbessern. Ist das Risiko so, dass ich sage, ich kriege das mit einer homöopathischen Behandlung in den Griff und der hat kein Problem, dann brauche ich keine Operation. Auf der anderen Seite, wenn ich sehe, es hilft auch eine homöopathische Behandlung nicht innerhalb von 3 Monaten irgendetwas, dann ist der Druck des Patienten oft eh schon, dass er operiert werden möchte. Bei diesem Kind konnte die drohende Operation vermieden werden. Max war oft verkühlt und litt immer wieder an Mittelohr- und Mandelentzündungen. Der Termin wäre vor einem Jahr gewesen. Seine behandelnde Homöopathin beschäftigt sich in einer Studie gemeinsam mit Kinderfachärzten mit den besonderen körperlichen und psychischen Merkmalen von Kindern, bei denen öfter Infekte und Mandelentzündung auftreten. Der 4-jährige Max gehört zur Gruppe der sogenannten lymphatischen Kinder. Solche Kinder fallen auf. Durch immer wieder auftretenden Schnupfen, durch Husten, immer wieder Infekte der oberen Luftwege. Die haben auch immer wieder Mandelentzündungen, geschwollene Lymphknoten. Man findet auch immer wieder eine pastöse Haut, das auch ein sehr wichtiges Kennzeichen ist. Sie schwitzen sehr viel, vor allem nachts am Kopf. Und oft sind so anhängliche, schüchterne Kinder, die sich oft auch ein bisschen verstecken. Denen gegenüber stehen die lithämischen Kinder, die halt so offen sind, so extrovertiert sind, so schnell sind, die auch in der Entwicklung sehr schnell sind und die eher zu diesen eitrigen Entzündungen neigen. In einer Art Masterplan sollen Kinder wie Max mit ihrem typischen Krankheitsbild und mit der passenden Arznei systematisch erfasst werden. In Zukunft soll damit eine wirksame homöopathische Behandlung auch in der Kinderarztpraxis möglich sein. Seit der Behandlung ist es so, dass es eben im Gesamten wesentlich besser geht. Er hat eben keine Schmerzen mehr, er schwitzt in der Nacht nicht mehr. Er hat sehr, sehr selten Schnupfen und Husten. Und wenn er einen Schnupfen hat, dann kommt es nie so weit, dass sich das Mittelohr entzündet. Werden die Kinder rechtzeitig schon bei den ersten immer wiederkehrenden Infekten, etwa nach dem Eintritt in den Kindergarten, homöopathisch begleitet, kann man ihre Infektneigung auf Dauer verringern. Und damit kann man, sagen die Experten, auch die Mandeln langfristig vor einer gefährlichen Schädigung und Operation schützen. Vor allem ältere Menschen leiden.